Damit angenommen. Wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 15.1 und haben dabei das Thema Konzeptausschreibung zum Zwecke des Verkaufs des Grundstückes Baufeld 3 Sachsenplatz auf der Tagesordnung. Und jetzt muss ich mal gucken. Achso, wir fangen erst mal an, da gewinne ich ein bisschen Zeit. Wenn jetzt nicht aufgegeben, wer als der Fraktionsrunde heute beginnt, das mache ich gleich. Aber da uns ein Ergänzungsantrag vorliegt, Herr Bauer, dürfen Sie ihn erstmal einbringen. Und dann höre ich, SPD fängt heute an, als nächstes dann Herr Blümel. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Damen und Herren Stadträte, den Ergänzungsantrag haben Sie vorliegen und Sie können diesem entnehmen, dass dieser sich nicht prinzipiell gegen den Verkauf des Grundstückes richtet, sondern er richtet sich in erster Linie gegen die Intention der Konzeptausschreibung für dessen Bebauung. Laut dem zweiten Absatz der Begründung soll dabei ein besonderes Augenmerk auf der möglichen Kompatibilität des Zusammenlebens in der Form der Integration der künftigen Bewohner mit und ohne Migrationshintergrund im Hinblick auf die Bereitstellung von Gemeinschaftsflächen zur Freizeitgestaltung, zu Bildungsangeboten und für Kultur- und Kreativaustausche im Sinne eines interkulturellen Wohnprojektes liegen, so der Absatz. Aus Sicht der NPD-Gruppe sollte dieser wohl ganz bewusst so extrem verschwurbelte Absatz, der da etwas sehr komisch formuliert wurde, komplett aus der Konzeptausschreibung gestrichen werden, weil ich denke, allerspätestens seit dem verheerenden Flüchtlingszuzug im vergangenen Jahr sollte jedem klar sein, dass die Zeiten der Multikulti-Romantik vorbei sind. Bereits vor der illegalen Einwanderungswelle im vergangenen Jahr hatte jeder Fünfte hier in Deutschland einen sogenannten Migrationshintergrund und die Lage hat sich seitdem noch dramatisch verschlimmert. Deutschland steht am Scheideweg. Auch wir hier in Dresden müssen uns entscheiden, ob wir bereit sind, für unsere Heimat, unsere Kultur und auch unsere Identität natürlich einzustehen oder ob wir zusehen wollen, wie fremde Zuwanderer unser Land übernehmen. Und wir sind bei einem derart hohen Migrantenanteil, wie wir ihn inzwischen in Deutschland haben, überhaupt nicht mehr an der Position, Ausländern eine Integration in einem gegenseitigen Austausch anzubieten, wie es hier formuliert wird, und schon gar nicht mit irgendwelchen interkulturellen Projekten. Es muss jedem klar sein, dass das noch nie funktioniert hat und auch in Zukunft nie funktionieren wird. Und auch wenn es in diesem konkreten Fall vielleicht nur um eine Wohnanlage geht, also nicht um die ganz große Politik, steht das in der Beschreibung formulierte Ansinnen doch in einem viel größeren Kontext, den man nicht einfach ausblenden kann. Und wir können nicht ohne Sinn und Verstand die jahrzehntelangen Fehlentwicklungen im Umgang mit den Zuwanderungen ignorieren und zuschauen, wie sich immer größere und immer gefährlichere Parallelgesellschaften bilden und wie die verheerenden gesellschaftlichen und sozialen Folgen der Überfremdung unser Land zu Boden drücken. Ich möchte Sie dazu aufrufen, auch hier im Kleinen können wir ein Zeichen setzen. Stimmen Sie unserem Ergänzungsantrag der NPD-Gruppe zu, lehnen Sie den Multikulti-Irrsinn ab. Wir brauchen günstigen Wohnraum für deutsche Familien. Was wir nicht brauchen, sind immer neue Hitschel-Projekte für Ausländer. Die sorgen ohnehin nur automatisch für sozialen Unfrieden. Vielen Dank. Wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt SPD, Herr Blümel und dann Herr Professor Dr. Giebel. Keiner da? Kein Herr Blümel da, keine SPD. Dann machen wir weiter. Für die FDP Freie Bürger, Herr Professor Dr. Giebel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Thema, was wir heute hier behandeln, ist eigentlich für uns auch sehr interessant und spricht eigentlich Bände, wenn dann schon die Vertreter der SPD nicht präsent sind, wenn es darum geht. Hier soll ein Grundstück, was eigentlich mit einem guten Konzept versehen war, jetzt durch einen Änderungsantrag soll diese Idee wieder gekippt werden. Es handelt sich um ein Grundstück nahe der Elbe, Fläche etwa 7000 Quadratmeter, was im Prinzip zwischen Käthe-Kollwitz-Ufer und der Florian-Geyer-Straße liegt. Und es wird jetzt so getan mit dem Änderungsantrag, der hier vorliegt, dass die neue WOBA, dass die Stelsat als Stadtentwickler jetzt das Allheilmittel ist, dass hier im Prinzip ein privater Investor
der ja eventuell hier ein Konzept vorlegen könnte im Zuge einer Ausschreibung, hier quasi dann nicht zum Zuge kommen soll. Und wir müssen hier eins sehen, die Ausschreibung oder das Konzept, so wie es hier sein soll, schreibt doch vor, 30% der Wohnflächen, die ein Investor hier entsprechend bereitstellen würde als Wohnungen, wären vorgesehen für einkommensschwache Haushalte. 30%, das sind genügend Wohnungen und gerade in diesem Areal, wenn wir uns dieses Areal anschauen, das sind heute Parkplätze, die total verwildert sind, diese Fläche ist in Dresden genug geschunden worden schon. Diese Fläche war eine der Flächen, die mit am meisten zerstört worden sind. Und wenn Sie sich ringsherum die Gebäude ansehen, haben wir dort Hochhäuser, die nun wahrlich nicht einen großen städtebaulichen Charme versprühen. Was passiert jetzt? Wenn wir das Konzept, so wie eigentlich die Vorlage war, hier etablieren würden, hätten wir die Möglichkeit, hier einen Investor zu finden, der vielleicht an dieser Stelle, die ja wirklich auch attraktiv von der Lage her ist, wenn wir mal die Lage zur Elbe, unsere Innenstadt sehen, eine Wohnbebauung auszuführen, die vielleicht auch architektonisch gewissen Ansprüchen genügt und die für unsere Stadt dort auch ein Glanzlicht setzen würde. Was wir jetzt, wenn wir heute dann diesen Änderungsantrag, der heute hier dann vorgelegt wird, wenn dieser beschlossen werden sollte, haben wir die Situation, dass eine WOBA, die es noch gar nicht gibt, wo wir noch gar nicht wissen, wie die Finanzierung funktionieren soll, dort einen Bau entwickeln soll, der rein für soziale Wohnungen entsprechend dort steht. Das ist natürlich gut gemeint und auch gut gedacht. Das Problem ist, wir wissen doch schon heute, aufgrund der Finanzierungssituation, dieser Bau, der dort entstehen wird, wird ein reiner Zweckbau werden. Dieser Bau wird kostenoptimiert werden. Wir müssen die Anforderungen erfüllen, die es gemäß der Energieeinsparverordnung und andere Dinge gibt. Dieser Bau wird optimiert werden, damit wir die Mieten und auch natürlich die Kosten gering halten können. Es ist dann insofern schade, dass wir hier die Möglichkeit versäumen, hier einem Investor eine Chance zu geben. Ein Investor, der hier in Dresden sich dann etablieren könnte und der trotzdem eine Einnahme für die Stadt. Wir hätten einen Investor, der diesen Bau ausführt, der für uns hier eine Einnahme bringt. Insofern für uns schade, dass wir diesen Antrag, der hier eigentlich vorliegt, dass dieser jetzt durch diesen Ersetzungsantrag, der interfraktionell nun gekommen ist, dort entsprechend gekippt werden soll. Wir empfinden das als eine vertane Chance für Dresden und vor allen Dingen eben auch für die Dresdner Bürger. Dieser Standort hätte etwas Besseres verdient als ein rein WOBA-Zweckbau, der dann die Stadt an dieser Stelle wirklich nicht unbedingt verschönert. Vielen Dank. Als nächstes AfD-Fraktion, Herr Obern. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, was bedeutet eine Konzeptausschreibung zum Festpreis im Unterschied zu einer freien Auktion? Zuerst einmal verliert die Stadt viel Geld beim Verkauf des Grundstücks. Außerdem ist eine Konzeptausschreibung ein massiver Eingriff in den freien Wohnungsmarkt. Wohin Planwirtschaft beim Wohnungsbau führt, haben viele Dresdner aus der Zeit der sozialistischen Planwirtschaft noch sehr gut in Erinnerung. Deutschland hat im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarn sehr wenig Wohneigentum, dafür aber sehr viele Mietwohnungen. Was Dresden braucht, ist eine Förderung von Wohneigentum und keine Förderung von weiteren Sozialwohnungen. Im Umfeld des geplanten Projektes in Dresden-Johannstadt gibt es bereits jetzt Massen an preiswertem Wohnraum. Wenn man eine stärkere soziale Durchmischung im Stadtteil Johannstadt erreichen will, wäre die Schaffung von höherpreisigem Wohnraum als Eigentumswohnungen sinnvoller als weitere Sozialwohnungen. Ein Großteil der Migranten, auf die das Projekt ja auch zielt, hat keine Asylgründe. Wir wissen, dass mindestens 60% der derzeitigen Asylantragsteller weder asylberechtigt im Sinne des Asylgesetzes sind, noch flüchten sie aus Kriegsgebieten. Die AfD möchte erreichen, dass diese Sozialmigranten Deutschland wieder verlassen. Sie träumen weiter von einer Integration der illegalen Einwanderer auf Kosten der Steuerzahler. Warum wollen Sie ein solches Projekt gerade in Dresden-Johannstadt platzieren? Die Johannstadt hat schon jetzt einen hohen Ausländeranteil. Kulturelle Vielfalt, wenn Sie das so wollen, wird schon heute dort gelebt, mehr als in vielen anderen Stadtteilen Dresdens. Mit einer weiteren Erhöhung des Ausländeranteils steigt aber auch das Risiko der Ghettoisierung dieses Stadtteils, wie uns viele Beispiele aus anderen deutschen Städten zeigen.
Die Projektidee scheint also weder im Sinne der Stadtentwicklung noch im Sinne der Integration von Einwanderern wirklich durchdacht zu sein. Für eine fragwürdige, ideologielastige, linksgrüne Projektidee verschenkt die Landeshauptstadt einen Großteil des erzielbaren Verkaufserlöses für ein Grundstück in Innenstadtlage. Dafür werden die gut gemeinten Ziele des Projektes mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht einmal erreicht. Die AfD lehnt den Antrag ab. Wir kommen zur nächsten Fraktion, CDU-Fraktion, Herr Thiele. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Herr Professor Lebel, Sie haben vieles Richtiges gesagt und auch ich möchte nochmal mein Unverständnis darüber zum Ausdruck bringen, dass der interfraktionelle Ersetzungsantrag jetzt hier auch nicht vorgestellt wurde im Stadtrat. Natürlich haben wir im Finanzausschuss dort die Einbringung gehabt und darüber wurde dann auch intensiv diskutiert, vor allen Dingen auch über die Veränderung der Vorlage, die ja mit diesem Ersetzungsantrag einhergeht. Wir als CDU-Fraktion haben mit dem Thema grundsätzlich unsere Schwierigkeit und da möchte ich dann auch ein Stück weit noch einen Unterschied aufmachen zur Argumentation aus den Reihen der FDP-Fraktion. Was zum Ersetzungsantrag zu sagen ist, das möchte ich jetzt nicht wiederholen. Hier muss man tatsächlich das Thema noch ein Stück weiter aufmachen. Wir sprechen über ein Grundstück, was wirklich ganz hervorragend gelegen ist, an der Elbe, mitten in der Innenstadt, ganz toll erschlossen. Und dieses Grundstück hat aus unserer Sicht einen sehr hohen stadtgestalterischen Wert, eine sehr hohe stadtgestalterische Bedeutung. Wir können uns an diesem Fleck in Dresden nur eine sehr hochwertige Bebauung vorstellen und sehen deshalb sowohl den Ersetzungsantrag äußerst kritisch, aber auch die Vorlage. Denn hier wird tatsächlich Potenzial aus unserer Sicht verschenkt. Deshalb werden wir als CDU-Fraktion sowohl den Ersetzungsantrag ablehnen, aber wahrscheinlich findet dieser ja seine Mehrheit, falls das doch nicht zur Mehrheit führen sollte, werden wir aber auch die Originalvorlage ablehnen, denn wir halten an dieser Stelle eine freie Grundstücksausschreibung für die beste Variante. In diesem Fall würde die Stadt die höchstmögliche Einnahme erzielen für dieses aus unserer Sicht sehr wertvolle Grundstück und wir würden in diesem Falle auch die bestmöglichste Bebauung und die hochwertigste Bebauung für die Stadt entsprechend hier bekommen von den entsprechenden Investoren. Und wir denken, dass sich dann diese Bebauung auch viel besser einfügen würde in das Stadtgefüge und zur Erhöhung der Qualität, der städtebaulichen Qualität an dieser Stelle des Elbufers beitragen würde. Das ist unsere Meinung und im Übrigen halten wir diesen Weg auch für den schnellsten, um das von Rot-Rot-Grün postulierte Ziel einer Erhöhung der Wohnungen in Dresden, der Wohnungsanzahl in Dresden näher zu kommen. Was Sie hier im Moment vorantreiben, wird zu einer erheblichen Verzögerung führen und es wird auch dazu führen, dass wir auf absehbare Zeit dort überhaupt keine Wohnungen erhalten werden, sondern wir werden uns hier in ewigen Diskussionen, in ewigen Konzeptstreitereien dann verkämpfen und die Zeit bis zur Eröffnung eines Gebäudes wird ewig dauern. Wenn die Stadtverwaltung das Gelände entsprechend normal ausschreiben würde, so wie es bis vor kurzem hier üblich war, und Investoren hier zum Zug kommen lassen würden, dann würden wir eine entsprechende Entlastung für den Wohnungsmarkt herbeiführen. Wir würden eine hochwertige stadtgestalterische Qualität an dieser wichtigen Stelle für Dresden erhalten. Das wäre unser Vorschlag. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächstes Fraktion Die Linke, Herr Wirtz, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Stadträte, das Studium der
Vorlagen aus der Stadtverwaltung scheint bei den konservativen Vorrednern nicht unbedingt zur gelebten Übung zu hören. Wir hören hier Weltreden über die Güte von Investoren, wir hören den Wunsch nach einer hochwertigen Bebauung, ohne zu definieren, worin die eigentlich bestehen soll, diese Bebauung. Es ist so, dass wir an allen Ecken und Enden hochwertig bauen zurzeit Dresden, nämlich insofern hochwertig, dass die Wohnungen, die von den hier hochgelobten Investoren aufgerufen werden, jenseits von 10 Euro Kalt pro Quadratmeter liegen. Und das ist für eine sehr große Anzahl, wenn nicht gerade die Mehrheit derjenigen, die hier Wohnung suchen, nicht erschwinglich. Deswegen ist der Grundansatz, den die Verwaltung endlich in einem Umdenken, in einem zaghaften Umdenken hin zur Konzeptausschreibung und weg von der Ausschreibung nach dem Meistgebot durchaus richtig. Denn in dieser Vorlage sind die Einkommensschwachen und die mittleren Einkommen bedacht. Insofern ist das schon ein guter Ansatz. Aber es hat in dieser Vorlage sich gezeigt, auch in der Diskussion in den Ausschüssen, dass diese Konzeptausschreibung entscheidende Schwächen hat und dass es eben eine bessere Möglichkeit gibt, diesem Grundstück umzugeben. Wir wollen eine Konzeptausschreibung, beziehungsweise die Verwaltung wollte eine Konzeptausschreibung für 7.500 Quadratmeter für ein soziales Konzept, 30% Mietbindung mit noch einem gewissen sozialen Ansatz der Integration. Da ist die Frage, ich kenne keinen Investor in Dresden, der derzeit in der Lage wäre, dies zu leisten. Die Investoren, denen wir schon 15% auf 5 Jahre Sozialbindung abnehmen wollen und bitten, das zu tun, die tun das höchst widerwillig, sie haben dort Schwierigkeiten, sie winden sich. Insofern denke ich, dass die Konzeptausschreibung hier eine große Chance hätte oder eine große Gefahr hätte zu scheitern, weil diese Großinvestoren keine Erfahrung mit solchen sozialen Projekten haben. Dann die Frage, ist dieses Grundstück nicht auch mit Forderungen überfrachtet? Wir haben einen geltenden B-Plan. Dieser B-Plan, seit 2006 gültig, hat bisher eben keine Nachfrage gefahren. Nach diesem Grundstück hat es keine Nachfrage gegeben. Es gab keine Kaufinteressenten dafür. Insofern muss man auch fragen, ist dieser B-Plan überhaupt noch auf dem aktuellen Stand der Stadtentwicklung? Es kommt des Weiteren hinzu, es gibt ein privates Grundstück, was in diesem Grundstück drin liegt, was eine Bebauung nach dem Bebauungsplan an großen Teilen dieses Grundstücks derzeit erschwert. Auch hier ist die Frage, ist dieses Grundstück erwerbbar? Besteht dort eine Verkaufsabsicht, die abrufbar ist? Soll dort dann ein Mondpreis genommen werden, weil das eben auch ein Schikaniergrundstück ist? Das ist in dieser Vorlage vollkommen ungeklärt. Es wird darauf verwiesen, dass die Aufwendung für diesen sozialen Ansatz, dass die in die Kalkulation eingehen soll. Dazu muss es ein Gutachten geben, was den Preis dieses Grundstücks dann festlegt. Dieses Gutachten und dieser Fixpreis liegt überhaupt nicht vor. Wir wissen also gar nicht, welchen Preis wir aufrufen können. Insofern bestehen hier entscheidende Risiken. Es steht drin in dieser Vorlage, hinten, vorne steht drin, 30% Sozialbindung, wunderbar, hinten in der Begründung steht drin, 15 Jahre befristet, was ist denn dann? Was ist dann? Dann geht es nicht weiter. Insofern war der Gedanke zu schauen und zu fragen im Finanzausschuss seitens vom Herrn Stadtrat Schmählich durchaus richtig, die Frage zu stellen, ist dieses Grundstück geeignet für die städtische Wohnbau, die wir gründen wollen? Und die Antwort war ganz klar ja, und das liegt dort auch auf der Hand, dass es geeignet ist, weil es eben eine sehr große Fläche ist. Eine Fläche, die ist wohnungsmäßig integriert. Sie ist als allgemeines Wohnungsgebiet bauplanungsrechtlich sozusagen eingestellt. Es gibt einen geltenden B-Plan. Insofern machen wir nichts falsch, wenn wir dieses Grundstück hier heute beschließen, dies der städtischen Wohnungsbaugesellschaft, die wir gründen wollen, zu reservieren und dort sofort auch die Stesart nicht mit einem Konzept, sondern mit konkreten Wohnungsplanungen auf dem konkreten Grundstück beginnen zu lassen. Und ich bitte Sie hier für diesen Weg ausdrücklich um Unterstützung. Es kommt noch hinzu, der B-Plan, das gibt ja noch den Punkt 3, der heißt, dass wir auch die Baumreihen an der Florian-Geier-Straße schützen wollen. Der B-Plan sieht zurzeit eine Bebauung an Fußwegkante vor, dem würden die Baumreihen zum Opfer fallen. Das ist aber so, dass zurzeit dieses Gebiet auch im Optimierungsbereich Stadtklima liegt. Das heißt, dass wir dort angehalten sind, grün zu erhalten, dass wir angehalten sind, darauf zu achten, dass sich dieses Gebiet nicht durch Versiegelung und durch eine zu dichte Bebauung und Bebauung zu nah an der Straße weiter aufwärmt. Wir wollen nicht noch mehr Lärm, wir wollen nicht noch mehr Feinstaub und wir wollen, dass dort eine moderne und auch rot-rot-grüne Stadtentwicklung vor sich geht. Insofern denken wir, dass es über die Stesart der bessere Weg ist. Vielen Dank. Als nächste Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Herr Schmählich.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Stadträtinnen und Stadträte. Wer A sagt, muss auch B sagen. Und wer erkannt hat, dass endlich Dresden aufhören muss, sich in der Frage sozialen Wohnraums und des Baus sozialen Wohnraums zu enthalten, der muss auch konsequent gucken, wo können wir denn bauen. Wer gegen das A ist, da wundere ich mich nicht, dass sie jede Maßnahme, die dazu dient, langfristig sozialen Wohnraum in Dresden zu sichern, hier argumentativ torpedieren. Klar ist, wir waren zufrieden, als die Stadtverwaltung nun endlich begonnen hat, bei den wenigen städtischen Grundstücken, die wir haben, sich Gedanken darüber zu machen, dass nicht alleine Investoreninteressen für den Verkauf und das höchstmögliche Ergebnis in den Mittelpunkt gestellt wird, sondern städtebauliche Aspekte und auch sozialpolitische Aspekte. Aber wer will, dass Dresden in einem größeren Umfang Wohnungen baut, der muss auch gucken, wo die gebaut werden sollen. Und als dann der Beigeordnete für Finanzen auf eine Festlegung des Ausschusses für Städtebau die Frage beantwortete, ob dieses Grundstück auch für eine städtische Wohnungsbaugesellschaft geeignet ist, war es nur konsequent zu sagen, dann soll dieses Grundstück auch überführt werden in diese neue Gesellschaft. Natürlich hätten wir in der Konzeptausschreibung das Ziel verfolgt, 30% sozialen Wohnraum zu schaffen. Alle Bedenken, die Herr Würz dazu formuliert hat, muss ich nicht wiederholen. Aber warum sollen wir uns mit 30% begnügen, wenn 100% möglich sind? Und offensichtlich, meine sehr verehrten Damen und Herren auf dieser Seite des Stadtrates, haben Sie noch gar nicht erkannt, welches Problem wir in dieser Stadt überhaupt haben. Wenn wir heute sozialen Wohnraum schaffen, mit den Bindungsfristen, die auch in dem neuen Förderprogramm der Landesregierung festgelegt werden, von 15 Jahren, dann laufen diese Bindungsfristen spätestens, wenn das Gebäude 2020 fertiggestellt wird, im Jahre 2035 aus. Aber genau im Jahre 2035 haben wir das Problem. Nämlich im Jahre 2035 laufen endgültig die Belegungsrechte der Landeshauptstadt bei der Vonovia aus. Das heißt, wenn wir heute perspektivische soziale Wohnraumpolitik machen, müssen wir Sorge dafür tragen, dass über dieses Datum hinaus sozialer Wohnraum zur Verfügung steht. Und das können wir nur sicherstellen, wenn wir diese Grundstücke selbst bebauen durch eine eigene Wohnungsbaugesellschaft. Natürlich, Herr Dr. Böbekorn, wenn ich mich hinstelle und sage, wir haben kein Wohnungsproblem, dann brauche ich auch keinen sozialen Wohnraum, da haben Sie recht. Aber ich kann, es tut mir leid, Ihre Verantwortungslosigkeit in dieser Frage kann nicht die Maßgabe und der Maßstab des Handelns dieser Mehrheit sein. Und aus dem Grunde haben wir im Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften beschlossen, dieses Grundstück eben an die neue Wohnungsbaugesellschaft zu geben. Und ich gestatte mir, in Erinnerung zu rufen, dass dieser Stadtrat bereits im Mai beschlossen hat, im Rahmen des Antrages Wohnungsbau sofort beginnen, eine lange Liste von Grundstücken, die genau für den Wohnungsbau der neuen Wohnungsbaugesellschaft zur Verfügung gestellt werden soll. Da ist dieses Grundstück schon dabei gewesen. Das heißt, es war schon Beschluss des Stadtrates gewesen und es ist dann aus Erwägungen, die ich jetzt hier nicht näher erörtern will, von der Verwaltung herausgenommen worden. Das heißt, wir haben schon einmal mehrheitlich in diesem Stadtrat beschlossen, dass dort Wohnungen gebaut werden sollen. Aus dem Grunde bitte ich Sie, der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Finanzen und Liegenschaften zuzustimmen. Vielen Dank. Als nächste Wortmeldung Herr Blümel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte kurz erklären, warum meine Fraktion im Finanzausschuss diesem Änderungsantrag nicht nur zugestimmt hat, sondern mit initiiert hat. Die Überlegung ist ganz einfach. Wir haben gemeinsam als Kooperation beschlossen, dass in Dresden sozialer Wohnungsbau wieder stattfinden soll. Die SPD auf Landesebene
ist im Moment dabei, ein Programm zu verhandeln, bei dem es um Fördermittel für den sozialen Wohnungsbau geht. Und die Bundesbauministerin Barbara Hendricks, SPD, hat die Mittel für den sozialen Wohnungsbau von 500 Millionen in diesem Jahr auf 1,5 Milliarden für 2018 verdreifacht. Das heißt, in dieser Logik müssen wir natürlich ein Interesse daran haben, dass das Mittel, das wir hier in Dresden nutzen wollen, um sozialen Wohnungsbau zu gestalten, nämlich eine eigene städtische Gesellschaft, auch erfolgreich an den Start gehen kann. Erfolgreich starten kann dieses Unternehmen aber nur, wenn es solide finanziert ist. Und zur soliden Finanzierung gehören auf der einen Seite natürlich die staatlichen Fördermittel, ohne die wird es nicht funktionieren, aber gleichzeitig, und das ist ganz wesentlich und essentiell, die entsprechenden Grundstücke. Ich habe jetzt aufmerksam bei den Kollegen der anderen Fraktionen zugehört. Ich habe verstanden, die AfD ist grundsätzlich gegen sozialen Wohnungsbau. Sie glaubt, das war die Aussage ihres Vertreters hier vorne, Sie glauben, dass sozialer Wohnungsbau überflüssig sei in Dresden. Sie glauben, man könne mit Förderung von Wohneigentum die Wohnungsprobleme lösen. Wir glauben das nicht. Wir glauben, man muss beides tun. Die FDP singt das Loblied der Investoren, die die ach so schöne Architektur schaffen. Dann bitte ich Sie zu schauen, was in den vergangenen 25 Jahren hier an einfallsloser Zweckarchitektur gebaut worden ist. Da war wenig dabei, was an diesen Stellen nicht private Investoren gewesen sind. Also per se zu glauben, dass ein Privater was Schönes baut, weil er eben privat sei, ist, glaube ich, ein Irrtum. Aber diesem Irrtum unterliegt die FDP seit langer Zeit. Die CDU hat grundsätzliche Probleme. Sie haben sie nur noch nicht so genau beschrieben in diesem Auftritt hier. Ich glaube, dass die CDU schon weiter gewesen ist. Vor einem Jahr hat die CDU hier auch erklärt, dass sie ein städtisches Wohnungsunternehmen möchte. Ich glaube, dass dieser Erkenntnisstand bei Ihnen der bessere war. Und dieses Wohnungsunternehmen, da dringen ja gerade die Kollegen der CDU immer drauf, soll solide und ordentlich finanziert sein, es soll keine Luftnummer werden. Deswegen an dieser Stelle auch nochmal die eindringliche Bitte, denken Sie darüber nach, Grundstücke, und zwar ordentliche Grundstücke, so wie dieses, gehören zur Grundausstattung eines solchen Unternehmens. Und diese Grundausstattung kann nicht darin bestehen, dass wir sozusagen in den Randlagen irgendwelche Restgrundstücke dann für den sozialen Wohnungsbau nutzen. Denn dann würde genau das, was Sie hier als Befürchtung an die Wand malen, eintreten, dass wir Ghettos bilden. Und genau das wollen wir nicht. Wir wollen auch sozialen Wohnungsbau da, wo es schön ist, nämlich in der Innenstadt. Und dann werden diese Wohnungen auch, denke ich, langfristig gut vermietet sein. Und dann wird genau das nicht eintreten, was hier die Befürchtung ist. Deswegen meine Bitte, stimmen Sie dem interfraktionellen Änderungsantrag zu. Er ist vernünftig. Er macht genau das, was wir in Kontinuität, seitdem wir diesen Stadtrat gewählt haben, tun, nämlich den sozialen Wohnungsbau fördern. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wird weiterhin das Wort gewünscht? Herr Obermann, bitte. Ich möchte den Redebeitrag von Herrn Blümel noch mal zum Anlass nehmen, klarzustellen, wir als AfD sind natürlich nicht prinzipiell gegen sozialen Wohnungsbau. Wir halten nur gerade Dresden für sozialen Wohnungsbau, nicht für die richtige Stadt, weil Dresden hat sehr, sehr viel preiswerten Wohnraum, gerade im Zentrum im Vergleich zu anderen Städten. Und wir denken deshalb, dass Dresden vor allen Dingen private Investitionen in den Wohnungsbau braucht, damit schnell mehr Wohnraum entsteht. Weitere Wortmeldung, Herr Scholbach und dann Herr Krien. Ja, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, diesen Unfug, den hier gerade der Redner der AfD von sich gegeben hat, kann man so nicht stehen lassen. Ich denke, jeder, der die Entwicklung in Dresden beobachtet hat, muss doch erstens konstatieren, dass die Wohnungen, die in den letzten Jahren entstanden sind, vor allem im höherpreisigen Segment entstanden sind, da muss man schon ein ordentliches Einkommen haben, um die sich leisten zu können, während wir inzwischen einen Mangel an preiswerten Wohnraum haben. Und dem wollen wir wirksam begegnen.
Und deshalb haben wir als Kooperation aus Linken, Grünen, SPD und Piraten uns eben auch vorgenommen, hier kommunalen und sozialen Wohnungsbau zu betreiben. Und das, was wir heute machen, nämlich das Grundstück nicht eben rauszugeben, sondern vorzubereiten als Einlage für die kommunale Wohnungsbaugesellschaft und dann dort entsprechend selber darauf zu bauen, das ist ein wesentlicher Schritt und das werden wir tun. Das ist sehr vernünftig. Es gibt viele weitere Schritte, die wir noch gehen, weil das eine sehr große Aufgabe ist, die hier bewerkstelligt werden muss, damit in Dresden auch künftig soziale und preiswerte Wohnungen bereitgestellt werden können. Vielen Dank. So, jetzt gibt es zahlreiche weitere Wortmeldungen. Als erstes, die ich schon aufgerufen hatte, Herrn Green. Dann habe ich Herrn Malichti und dann Herrn Krüger. Tja, meine Damen und Herren, ich könnte das gleich hier vom Mittelmikrofon machen. Also Herr Urban, vielleicht gibt es ja in Dresden preiswerten Wohnraum für Landtagsabgeordnete, für die ist das preiswert, aber ansonsten gibt es keinen massenhaften preiswerten Lohn. Und ich denke, es muss hier an dieser Stelle auch mal klar herausgearbeitet werden, für alle die Menschen, die dieser Scheinalternative hinterherlaufen, was der Unterschied ist zwischen den Nationaldemokraten und Ihnen. Wir sind für sozialen Wohnungsbau. Und deswegen werden wir uns, wir haben uns also kurz abgestimmt, wir uns auch diesem Antrag anschließen. Danke. Jetzt ist Herr Lichti dran, dann Herr Krüger. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich finde es doch schön, dass wir diese Debatte jetzt doch offensichtlich etwas ausführlicher führen. Ich finde es auch sehr gut für die Öffentlichkeit, dass klar wird, dass diese Partei, die leider in den letzten Wochen durchaus einige Wahlerfolge in Deutschland erzielen konnte, wo sie politisch steht, dass sie vor allem eine asoziale Partei ist, dass sie eine Partei der Reichen ist. Ich rede von der AfD. Nicht von der CDU, die hat nicht so viele Erfolge in den letzten Wochen erzielt. Eine Partei, die unter nationalistischem Gewande eine asoziale Politik für die Reichen vollführt. Ich bin aber hier vorgekommen, weil ich nochmal auf einen Punkt hinweisen möchte, der mir sehr wichtig erscheint. Meine Kollegen Wirz, Schmählich und Blümel haben es alles zu Recht ausgeführt. Ich erinnere daran, dieser Stadtrat hat als Beschlusskontrolle im Mai diesen Jahres eine Grundstücksliste erhalten, also von bebaubaren Grundstücken für die WOBA in Erfüllung eines rot-grün-roten Stadtratsbeschlusses. Wer diese Liste sich genau ansieht, der reibt sich etwas verwundert die Augen. Nämlich dort finden sich zahlreiche Splittergrundstücke im schönen Stadtteil Hosterwitz, von denen ich mir habe sagen lassen, dass sie auch durchaus hochwassergefährdet seien. Und jedenfalls keine Flächen sind, an der man wirklich einen mehrstöckigen, komplexen Mietwohnungsbau realisieren kann. Und wenn man dann die Liste sich genau anguckt, dann kommt im Grunde nur raus die Kockerwiese, die ja schon von den Medien teilweise in etwas eigenartiger Form aufgegriffen wurde. Es kommt ein Grundstück mit 9000 Quadratmetern, es kommt ein Grundstück auf der Schäferstraße mit ungefähr 1800 Quadratmetern raus. Ja, und das war's dann. Und dieses Grundstück, über das wir jetzt reden, mit 7000 Quadratmetern, ist tatsächlich, und das müssen wir wissen, wenn wir das heute entscheiden, deswegen entscheiden wir so, eigentlich das einzige große Grundstück, an dem wir tatsächlich ernsthaft Mietwohnungsbau machen können. Und genau da sieht man jetzt auch die Unterschiede zwischen der Gestaltungsmehrheit und dem rechten Teil des Hauses. Wir sind tatsächlich der Auffassung, dass in der Innenstadt, an schönen Standorten, an erschlossenen Standorten tatsächlich auch sozialer Mietwohnungsbau stattfinden soll. Wir wollen nicht die Innenstadt reservieren für Leute, die gut betucht sind, sondern wir wollen dort auch dezidiert sozialen Mietwohnungsbau etablieren. Und genau auf diesem Grundstück, weil leider haben wir aufgrund der fatalen Politik der letzten 25 Jahre nur noch wenige Grundstücke. Und deswegen ist die Entscheidung heute, dass wir dieses Grundstück der WOBA reservieren, auch so etwas wie eine Nagelprobe über die Ernsthaftigkeit der Absichten dieser Kooperation tatsächlich den sozialen Wohnungsbau einzuführen. Und ich bin sehr froh, dass wir heute diese Entscheidung treffen. Vielen Dank. Als nächster Redner Herr Krüger und dann nochmal Herr Urban. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen, Stadträte, Stadträtinnen. Erstmal Herr
Nicht die großen Grundstücke, wo wir Wohnungen in Größenordnung bauen können, die gibt es mehrere in Dresden. Ich darf zum Beispiel an die Gemarkung Tolkewitz erinnern, wo wir ja dieses Werkstattverfahren bereits seit 3 Jahren durchführen, um dort bis zu 2000 Wohnungen zu bauen. Um erstmal hier ein bisschen Wahrheit reinzukriegen. Das Grundstück dort an dem Terrassenufer, wir hatten ja bereits im Finanzausschuss vor 3 Jahren erste Studien, was dort entstehen kann, gesehen. Das hat uns allen entsprechend gefallen. Hier auch mal ein bisschen auch für die Öffentlichkeit. Seit 2,5 Jahren redet diese rot-rot-grüne Kooperation von einer neuen WOBA. Es wurde plakatiert, preiswertes Wohnen für alle. Auch dieser abstrakte Begriff ist nie definiert worden. Was ist eigentlich preiswertes Wohnen? Herr Schollach hat plakatieren lassen, die ganze Stadt, die Dresdner sind drauf reingefallen. Seit 2,5 Jahren gibt es nicht mal einen Gründungsvertrag für eine neue WOBA. Es gibt nicht mal einen Finanzierungskonzept für eine neue WOBA. Auf der anderen Seite kann ich Ihnen, würden meine beiden Hände nicht ausreichen, um genau die Grundstücke, die verkauft werden könnten, wo Wohnungen entstehen könnten, hier aufzuzählen, wo die Dresdnerinnen und Dresdner Wohnungen erzielen, kaufen, mieten könnten. Es wird im Finanzausschuss seit 2 Jahren jeglicher Verkauf torpediert oder gar verhindert, wo Wohnungen entstehen könnten. Das gehört zur Wahrheit dazu und das sollen die Dresdner heute auch hier erfahren. Das ist so. Schauen wir mal weiter. Die Stesat wurde beauftragt, 800 Wohnungen zu bauen. Abgesehen davon, dass mal eine der linken Seite nahestehende Zeitung von mal bis zu 20.000 Wohnungen gesprochen hat. Die Dresdner waren beeindruckt. Nur der sich damit ausgehen hat, gewusst, wird nie in dieser Form passieren. Jetzt wird erstmal schon ein kleines Placebo mit 800 Wohnungen. Ich sitze selber im Stesat-Aufsichtsrat, ich mache mir da gar nichts vor und ich werde das auch hier immer wieder wiederholen. Als die ersten Entwürfe gekommen sind, wie hier, liebe Dresdner, was hier als sozialer Wohnungsbauer mit Preisen bis zu 8 Euro Kaltmieten geplant ist. Es sind, da haben Sie noch genau, Herr Schmählich, damals gesagt, es wäre alles falsch, Sie hätten sich damals nur umdrehen müssen, jetzt sitzt er vor Ihnen, Sie hätten nur Ihren Aufsichtsrat, Herrn Entschuldigung, Löser fragen müssen, er war dabei. Es sollen dort Häuser gebaut werden, ohne Keller, ohne Nebengelass, ohne Balkone. Ja, wer keine Familie hat, der kann sich nicht vorstellen, dass man Nebengelass, dass man Keller braucht. Wer sowas nicht hat, wer keine älteren Eltern hat, die gehbehindert, der weiß nicht, wie es ist, wenn Leute auf Aufzüge angewiesen sind und. Der nur von seiner Dunstglocke lebt, der kann natürlich solche Probleme nicht haben. Und das soll... Zweimal so ein Verhandlungsgegenstand darf jeder reden, maximal. Und deswegen wird dann das Kontingent bei Ihnen aufgebaut. Ich sammle gleich alle Wortmeldungen ein. Herr Würz wäre dann sowieso der Nächste, aber erstmal geschäftsordnend Herr Kriegel. Ja, Sie haben mir gerade mein Anliegen weggenommen, Herr Obern. Bitte, was sagst? Sie haben mir mein Anliegen gerade abgenommen. Ich wollte auch darauf hinweisen, dass Herr Obern schon zweimal gesprochen hat. Dann starte ich mal mit Herrn Würz und würde mich mal befleißigen, alle diejenigen, die sich zu Wort gemeldet haben, bitte ich nochmal die Hände nach oben zu nehmen, damit ich sie aufnehmen kann und wir dann auch diese beachten können. Herr Würz, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Krüger, ich gebe Ihnen den einen guten Rat. Als Aufsichtsrat sind Sie verpflichtet, loyal zu der Gesellschaft zu stehen, in der Sie Aufsichtsrat sind. Und wenn Sie hier, und wenn Sie hier aus geschlossenen und vertraulichen Sitzungen reden und dazu noch auf rechtslastigen Seiten Inhalte von Aufsichtsratssitzungen publizieren, dann ist eine Grenze überschritten, über die noch mal reden werden müssen. Es ist erstens mal nicht so, dass das Schollbachsche Entwürfe sind, die bei der Stesat gezeigt worden sind, sondern Stesat-Entwürfe. Der Herr Schollbach plant nämlich keine Wohnung, es macht die Stesat. Und es ist insofern so, dass diese Entwürfe noch gar nicht durch sind. Das ist ein Vorschlag gewesen, das ist eine Planungsübung gewesen und da haben wir genauso Kritik dran geübt wie andere. Das ist das Erste. Und wenn Sie hier Wahlkampf treiben oder eigentlich Postwahlkampf treiben wollen und hier auf irgendwelche Plakatierungen verweisen,
dann sind Sie es gewesen und Ihre Partei, die hier mit 5000 Wohnungen für Dresden in Sozialwohnungen hausieren gegangen ist, um sofort nach der Wahl das wieder zu kassieren und wieder von Mieterpolitik zu machen. Das ist nämlich die Quintessenz, was hier passiert. Und ich darf Ihnen prophezeien, wir bauen zurzeit tausende Wohnungen im Segment von jenseits 10 Euro. Im Stadtzentrum überbieten die sich inzwischen, um irgendwo einen Mieter zu finden, der sich das leisten kann. Und wenn wir hier in Dresden auf einer Immobilienblase sitzen, dann liegt das auch an Ihnen, weil Sie hier nicht regulierend eingegriffen haben, weil Sie eingeladen haben, macht das hier, zieht das durch, baut teuer, baut hochwertig und jenseits diesen berühmten 10, 12 Euro kalt. Es ist nämlich nur eine sehr dünne Schicht, die sich das bei den Ostgehältern, die wir in Dresden nun mal noch haben, hier noch leisten kann, auch im 26. Jahr der deutschen Einheit. Insofern würde ich an Ihrer Stelle den Mund nicht so voll nehmen und hier nicht den Leuten die Taschen voll hauen und hier irgendwie zu behaupten, dass ihr was Falsches sagt. Bleiben Sie an den Vorlagen dran, bleiben Sie an den konkreten Problemen. Es ist nämlich zum Beispiel auch so, das habe ich vorhin in der Zeit nicht mehr untergekriegt, ein weiteres Problem, diese Vorlage der Konzeptausschreibung, die zielt ab auf Förderprogramme des Freistaates, die immer weiter verzögert werden, weil Ihre Partei das sozusagen auch auf Landesebene blockiert und verzögert, damit das möglichst spät kommt. Und das hilft und blockiert dem sozialen Wohnungsbau in Dresden und hilft uns hier überhaupt nicht weiter. Insofern ist auch Zeit, dass auf Landesebene hier mal ein anderer Ton reinkommt. Ich kann hier wirklich nur die SPD bitten, hier Druck auszuüben, um hier endlich eine Änderung herbeizuführen. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Herr Blümel, der kann mit dem Druck ausüben gleich beginnen. Lieber Kollege Krüger, Sie haben hier eben öffentlich behauptet, seit Beginn dieser Legislaturperiode würde Rot-Rot-Grün permanent Grundstücksverkäufe, und zwar alle, blockieren im Finanzausschuss. Ich habe eine Anfrage dazu gestellt. Über die ist ja auch berichtet worden. Allerdings möchte ich jetzt an dieser Stelle auch mal öffentlich berichten, was da wirklich drin steht. Ich habe nachgefragt, bei wie vielen Vorhaben ist das tatsächlich der Fall gewesen, dass Dinge sich verzögert haben oder nicht stattgefunden haben. Das sind in der Summe genannt 1, 2, 3, 4 Wohnbauvorhaben. Das sind also 4 Grundstücke. Wir haben geschätzt, seitdem die neue Wahlperiode begonnen hat, also ich würde sagen, vielleicht 50 Grundstücke verkauft. Ergibt sich für mich eine Differenz zwischen 4, bei denen wir genauer hingeguckt haben und gesagt haben, da wollen wir was ändern, und 50, das sind dann 46, die wir verkauft haben. Ich lasse mich auch gern berichtigen, wir können ja gemeinsam die Anfrage nochmal stellen, wie viele es denn nun waren. Aber viel wichtiger ist ja gar nicht, wie viele Projekte waren es, sondern wie viele Wohnungen sind denn tatsächlich entstanden in diesem Zeitraum. So, und da ist der Bericht ganz eindeutig, in den Jahren 2014, 2015 und im ersten Quartal 2016 wurden insgesamt 2.884 Neubauwohnungen fertiggestellt, darunter 716 in Einfamilienhäusern und Zweifamilienhäusern und 1.986 in Mehrfamilienhäusern. Also das Märchen, dass Rot-Rot-Grün den Wohnungsbau in Dresden verhindern würde, ist ein Märchen und es bleibt ein Märchen, auch wenn Sie es noch so oft wiederholen. Das Beste wäre, Sie lesen es dem Enkel abends vor, dann freut er sich, weil Märchen sind ja so schön. Aber noch wichtiger ist, wie geht es denn in Zukunft weiter? Und in Zukunft weiter, da gibt es ein Maß dafür, das ist nämlich die Frage, wie viele Baugenehmigungen sind erteilt worden. Auch das lese ich gern nochmal vor, damit es alle wissen. Vom dritten Quartal, also vom Arbeitsbeginn dieses Stadtrats bis zum ersten Quartal 2014 bis zum ersten Quartal 2016, wurden insgesamt für 4.937 Neubauwohnungen Baugenehmigungen erteilt. Darunter 595 in Ein- und Zweifamilienhäusern und 3.625 in Mehrfamilienhäusern. Es ist und bleibt eine Legende, dass diese Kooperationsmehrheit den Wohnungsbau behindern würde. Was wir wollen, ist das, was Private nicht tun, sozialen Wohnungsbau betreiben. Das wollen wir mit Hilfe staatlicher Fördermittel in Gang bringen.
Genau das wollen wir und nichts anderes. Und all das andere kann nebenbei stattfinden und dass wir bei einem oder anderen Projekt auch mal hingucken und sagen, dort wollen wir eben noch in der Sache was ändern, das ist völlig normal. Und das ist eigentlich die Pflicht von jedem Stadtrat, dass er nicht einfach Vorlagen durchwinkt. Und das tun sie ja bei anderen Gelegenheiten auch. Insofern etwas mehr Gelassenheit und etwas mehr Wahrheit hier. Danke. Als nächster Redner Herr Vogel und dann Herr Scholbach. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Gelassenheit, ja, Mut zur Wahrheit. Und es ist wirklich so, Herr Blümel, ich muss es mal dazu sagen, wir sollten wirklich die Fakten reden lassen. Bei Ihrer ersten Rede haben Sie mindestens 10-mal das Wort Glauben beansprucht. Ich glaube einmal in der Woche und das ist sonntags. Ich will wirklich Fakten sprechen lassen. Ich will wirklich Fakten sprechen lassen. Und Ihre aufgeblasene Rede, balsamiert, Herr Scholbach, planwirtschaftliche Denkweise, das ist schon wirklich an der Grenze des Erträglichen. Das muss ich mal so ganz deutlich sagen. Sie sollten sich mal klar machen, wie viele Sozialwohnungen in Dresden stehen, beziehungsweise wie viele dort auch leer stehen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass ich in einer OB-Anfrage gefragt habe, wie viele Wohnungen gebaut werden, wie viele Baugenehmigungen vorliegen. Und das bestätigt auch die Rede Nummer 2 von Herrn Blümel, dass wir wirklich schon richtig die Bauwirtschaft befördern, befleißigen und die sich auch selbst hilft und wir da keinerlei planwirtschaftliche Gedanken an eine WOBA verschwenden müssen, die noch gar nicht gegründet wurde und wo uns ja auch Herr Lichti letztens mal ein Rechenbeispiel aufgemacht hat, dass das kein Millionenprojekt ist, sondern über 1 Milliarde Steuergelder kostet. Und das ist kein dummes Zeug, das hat Ihr Parteikollege soweit angesprochen. Ja. Also wir reden da über den Aufwand einer zusätzlichen Milliarde, was sich Dresden nicht leisten kann. Sie haben auch angesprochen das Wohnungsbauförderprogramm von Ihrer Genossin Frau Hendricks. Dann sollten Sie vielleicht auch die sächsischen Diskussionen hören, dass die Schwerpunkte in den ländlichen Gegenden liegen und es sicherlich Probleme geben wird, dass Sie den Anteil bekommen, den Sie sich erträumen für die Großstädte wie Dresden, Leipzig und auch Chemnitz. Das ist ein weiterer Punkt, dass Sie wirklich an den Realitäten vorbeidenken. Das ist einfach die Faktenlage. Und wenn Sie wenigstens mal bei der letzten Messe sich informiert hätten von Bauen und Wohnen, die ungefähr vor 14 Tagen oder 3 Wochen stattgefunden hat, und wenn Sie an den einzelnen Ständen sich erkundigt hätten, wie die Nettomieten in Dresden sind, dann sind die auch weit unter 10 Euro kalt. Das sind entsprechend die Bauträger, die sich dazu verpflichten und das entsprechend hochkalkuliert haben. Aber das sind auch die Vermietungsfirmen und auch die Makler, die mir entsprechend solche Angaben da auch gezeigt haben. Also ich bitte einfach darum, hören Sie mit den Träumen auf, lassen Sie wirklich der Wirtschaft, der Bauwirtschaft Ihren Job, Ihre Arbeit, die Sie sehr gut machen und die sich auch im Rahmen einer gemischten Kalkulation auch zu einem Anteil des sogenannten sozialen Wohnungsbaus befleißigen, zumindest gemessen an den Kaltnettomieten, die entsprechend dann auch bei Neumärkten zu verzeichnen sind. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, zunächst liegt ein Geschäftsordnungsantrag vor, Herr Dr. Böhmekorn. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, wir sind eigentlich von der Vorlage jetzt vollkommen abgehoben und haben uns auf eine Grundsatzdebatte zur Wohnungspolitik eingelassen. Damit kann man sicherlich höchst unterhaltsam den restlichen Teil des Abends verbringen. Da leiden aber andere Vorlagen sehr darunter. Deshalb
denke ich, das Wesentliche ist gesagt und bitte um Abschluss der Debatte. Antrag ist gestellt. Gibt es Gegenrede? Dann kommen wir zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung kann man der Vollständigkeit machen, ist aber nicht entscheidend. Tatsächlich. 32 Ja, bei 32 Nein, wäre aber trotzdem abgelehnt. Damit kommen wir zu den nächsten Wortmeldungen und das ist auf der Liste Herr Scholbach, dann Herr Bartels. Ja, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Das war der CDU natürlich klar, dass ich jetzt dran sein würde und da wollte sie lieber schnell die Debatte abwürgen. So. Und jetzt kommen wir mal zu ein paar grundsätzlichen Unterschieden zwischen der Wohnungspolitik, wie sie die CDU betreibt, und der Wohnungspolitik, wie sie die Linke betreibt. Also, wir können das ja ganz wunderbar uns anschauen. Was hat die CDU 25 Jahre lang in dieser Stadt gemacht? Sie hat erst einmal die WOBA verkauft. Totalverkauf der WOBA. Das ist das Erste. Zulasten der Mieterinnen und Mieter. Zum Zweiten hat die CDU Wohnungen abgerissen. Allein in den vergangenen 15 Jahren 8.000 Stück. Und dafür wurden 28,5 Millionen Euro an Steuermitteln ausgegeben. Was wäre gewesen, wenn wir diese Wohnungen nicht abgerissen, sondern mit diesem Geld saniert hätten? Wir hätten heute überhaupt kein Wohnungsproblem. Und das ist die Konsequenz Ihrer Politik. Sie haben Wohnungen verkauft an sogenannte Investoren. Und was haben diese sogenannten Investoren gemacht? Das können wir uns doch jetzt überall in Dresden angucken. Sauteure Beton- und Glaspaläste, die sich kein Normalverdiener leisten kann. Das ist auch das Ergebnis Ihrer Politik. Vierte Bemerkung. Die Bundesregierung gibt Mittel, Steuermittel für sozialen Wohnungsbau. Auch der Freistaat Sachsen bekommt seit Jahren, Jahr für Jahr, Steuermittel für sozialen Wohnungsbau. Er gibt nur seit Jahren keinen einzigen Cent für sozialen Wohnungsbau aus. Diese Mittel des Bundes werden zweckentfremdet für allerlei andere Aufgaben. Und deshalb haben wir ein Problem. Das ist Ihre Landesregierung, nicht unsere. Noch etwas. Jetzt schauen wir uns mal an, was ist unsere Politik? Das ist erstens, wir haben sofort nach der Wahl beschlossen, eine sogenannte Kappungsgrenzenverordnung einzuführen. Das ist ein schwieriges Wort. Ich erläutere kurz, was das ist. Das betrifft bestehende Mietverträge, nämlich dass die vorhandenen Mieterinnen und Mieter begrenzt sind, was die Erhöhungen von Mieten betrifft. Das haben wir eingeführt, sofort. Als zweites haben wir hier im Stadtrat beschlossen, dass wir bei der Landesregierung beantragen, eine Mietpreisbremse für neue Mietverträge. Wissen Sie, wer die Einführung der Mietpreisbremse auf Landesebene blockiert? Herr Staatsminister Ulbich von der CDU, den Sie hier zum Oberbürgermeister machen wollten. Wenn der das nicht machen würde, hätten wir hier auch schon eine andere Situation. Nächster Punkt, nochmal zur WOBA. Da darf ich vielleicht mal dran erinnern, auch wenn die CDU hier ständig Lügen verbreitet. Rot-Grün-Rot hat im August 2015 in diesem Stadtrat einen Grundsatzbeschluss gefasst zur Gründung der Wohnungsbaugesellschaft. Wir haben vielerlei Aufträge ausgelöst. Die Stadtverwaltung arbeitet daran. Es dauert etwas länger, als wir uns das wünschen, aber das sage ich mal an dieser Stelle. Entscheidend bei so einer wichtigen Sache ist, dass wir ein solides Unternehmen gründen, was anschließend funktioniert. Und da können Sie ganz beruhigt sein. Wir haben hier einen ganz klaren Kurs. Wir sind uns da einig in unserer Kooperation. Die WOBA wird kommen. Sie ist bereits auf dem Weg.
und wir werden am Ende dieser Wahlperiode, so wie wir es versprochen haben, 2500 kommunale Wohnungen gebaut haben und bis 2025 werden es 8000 Wohnungen sein. Dazu haben wir uns verpflichtet und dazu bekennen wir uns nochmals an dieser Stelle ausdrücklich, meine Damen und Herren. Und jetzt noch etwas zur AfD. Die AfD ist ja nun tatsächlich der Büttel des Großkapitals. Wenn man sich das anschaut, das, was Sie wollen, das ist ja die FDP in Potenz. Das muss ja jedem klar sein, der die AfD wählt. Wer die AfD wählt, der wählt dann tatsächlich steigende und weiter explodierende Mieten. Die sind noch 10-mal schlimmer und einen deutlichen Zacken schärfer, als es die FDP je war. Das muss hier noch mal deutlich gesagt werden. Und jetzt werden wir dieses Grundstück in die kommunale Wohnungsgesellschaft einlegen. Wir werden dort kommunale Wohnungen draufbauen. Und das ist erfolgreiche rot-rot-grüne Realpolitik im Sinne der Mieterinnen und Mieter in Dresden. So, wir machen weiter. Als nächster Herr Bartels, dann Herr Thiele, dann Herr Gielke. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, geht das? Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich habe eigentlich nur eine Frage an Sie oder an die Mitglieder des Präsidiums dort oben. Wir haben in dieser Stadt 40.000 Haushalte, mehr als 40.000 Haushalte, die einen Anspruch auf eine belegungsrechtsgebundene Wohnung haben. Wir haben 10.000 Belegungsrechte vertraglich vereinbart. Wir haben in dieser Stadt aber auch noch eine ausübliche Vergleichsmiete, die angemessen ist. Unwichtig. Aber ich weiß, was im nächsten Mietspiegel stehen wird. Das ist schon mal recht ordentlich. Aber einzig habe ich auf der Basis dieser Diskussion die Frage, brauchen wir überhaupt geförderten Wohnungsbau? Brauchen wir einen sozialen Wohnungsbau in dieser Stadt? Wir können das Problem doch auch lösen, indem wir die Kosten der Unterkunft anheben. Oder geht das nicht? Danke. Als nächster Herr Thiele, dann Herr Gielke. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, nachdem hier so viel Unfug erzählt wurde, muss man doch noch mal ans Mikro treten und bestimmte Dinge richtigstellen. Ich möchte nur mal aufzählen. Orangerie, Wohnen am Querweg, Aspischring, Friedrich-Wolf-Straße oder Altmarkt MK4. Und ich könnte jetzt hier weitermachen. Alles Projekte, die Sie hier drüben auf der linken Seite behindert und verzögert haben, wo Wohnungen entstanden wären, wo Investoren bereit standen, und inzwischen können ja zumindest teilweise diese Vorhaben umgesetzt werden, um den Wohnungsmarkt hier in Dresden zu entlasten, wo entsprechender Bedarf bestand. Und Herr Scholbach, zu Ihnen. Ja, wir haben gemeinsam mit anderen Stadträten mehrheitlich seinerzeit die WOBA verkauft. Die WOBA, die damals städtisch war, hatte einen Riesenschuldenberg. Dieser Wohnungsbestand war qualitativ minderwertig und im höchsten Maße sanierungsbedürftig. Niemals hätte es diese Gesellschaft geschafft, diese Wohnungen entsprechend zu sanieren. Nicht mal die minderwertigsten Standards hätten hier erfüllt werden können in Bezug auf Energie, Einsparverordnung und so weiter und so fort. Wir haben mit diesem Verkauf den Schuldenberg der Stadt getilgt und wir sind jetzt in der Lage, damit entsprechende Investitionen hier zu tätigen. Und Gott sei Dank lebt Dresden damit in den letzten Jahren sehr gut. Das Märchen, was Sie hier immer wieder verbreiten, dass die WOBA die Wohnungsproblematik in dieser Stadt lösen könnte, damit muss mal aufgeräumt werden. Wenn entsprechende Investoren hier hochwertigen Wohnraum schaffen, dann ziehen Leute, die dazu in der Lage sind, in diese Wohnung und entlasten damit den Wohnungsmarkt und schaffen Platz an anderer Stelle, um dann mit entsprechend geringeren Mieten diese Wohnung wieder aufzufüllen. Das ist die Realität hier in Dresden. Und das ginge viel schneller als den Weg, den Sie hier beschreiten wollen, wo Sie überhaupt nicht vorankommen. Wie viel von den beschlossenen oder von Ihnen favorisierten Wohnungen haben Sie denn jetzt schon umgesetzt in dieser Legislatur? Keine einzige, wenn ich mich recht entsinne. Und das ist einfach Ihre Bilanz. Sie belügen hier die Leute, Sie streuen ihnen immer wieder Sand in die Augen. Auch heute wieder stehen Sie gegen eine Investition, wo ein Investor bereitstehen würde, der hier... Das ist kein Quatsch.
Ich habe ein wohlbekannter Investor, der hier schon viele Sachen in Dresden umgesetzt hat. Wir haben nicht. Meine Damen und Herren, der Herr Ziele ist jetzt. Ich rufe Sie zur Ordnung. Ja, es hat ein Schreiben an uns gegeben, wo ein Investor seine Bereitschaft erklärt hat, dieses Grundstück zu bauen. In dem Moment war allerdings dieser Vorgang schon losgetreten hier mit der Konzeptausschreibung. Deswegen ist das auch nicht weitergegangen. Ich kann Ihnen nur sagen, mit privaten Investoren könnten wir hier viel schneller zum Ziel kommen, viel effektiver zum Ziel kommen. Wir könnten eine viel hochwertigere Bebauung realisieren. Und ich bin gespannt, Herr Scholbach, ich bin gespannt, wann sich mit Ihrem Weg dort am Baufeld auf dem Sachsenplatz die Kräne drehen. Ich sehe es noch nicht. Und das ist leider die Bilanz, die Sie hier verfolgen. Wir kommen mit Ihnen hier nicht zu Potte. Vielen Dank. So, nächste Wortmeldung, Herr Gielke und dann Herr Engelmeier. Ich habe Sie nie, ne? Entschuldigen Sie, ich habe gesagt, alle Arme hoch und es kann durchaus mal einer sein, dass man ihn nicht sieht, dann müssen Sie sich nochmal melden. Sehr geehrter Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, sehr geehrte Damen und Herren. Wollen wir noch mal zurück zu ein paar Fakten kommen. Herr Blümel, Sie haben ein paar Fakten gebrannt. Sie haben gesagt, es gab 4 Projekte, die abgelehnt wurden. Benennen wir doch mal welche. Da nennen wir zum Beispiel Marina Garden. Das sind ein Projekt von über 300 Wohnungen. Benennen wir mal zum Beispiel die Grundstücke, die an die Genossenschaften nicht verkauft wurden. Das sollten über 22.000 Quadratmeter sein. Und wenn wir noch ein paar andere Projekte dazu nehmen, kommen wir darauf hin, dass wir nächstes Jahr über 1.000 Wohnungen bereits hätten. Das sind nämlich die Nebenwirkungen. Die Risiken wurden von den vielen Vorrednern schon benannt. Das ist eine Nebenwirkung. Das heißt also, Sie haben in Ihrer Wohnwirtschaftspolitik, einige sagen Planwirtschaft dazu, was ich durchaus nachvollziehen kann, haben Sie verhindert, dass über 1.000 Wohnungen nächstes Jahr fertig werden. Und was wollen Sie schaffen? Sie wollen nächstes Jahr anfangen, um 800 Wohnungen zu produzieren. Dann stellen Sie sich vor die Bürger hin und sagen, schaut mal, liebe Bürger, wir haben euch 800 Wohnungen hingestellt. Zu was für einem Preis, meine sehr verehrten Damen und Herren? Diese Frage muss ich Ihnen jetzt gleich hier mal stellen. Und wie gesagt, ich sage es nochmal ganz deutlich, über 1.000 Wohnungen wären fertig. Und das wäre kein städtisches Geld gewesen, weil es Investoren waren. Dann haben wir noch eine ganz große Tatsache. Sie kennen alle die Problematik mit dem energetischen Bau. Ein energetischer Bau ist nicht so ganz einfach zu realisieren. Und vor allem ist es auch nicht günstig zu realisieren. Das heißt also, die Subventionen, die dahinter stecken, damit Sie da eine günstige Sozialwohnung produzieren können, ist enorm. Und auch das muss den Leuten deutlich gesagt werden. Was kostet dieser ganze Spaß? Und was noch ganz wichtig ist, Sie unterstellen den Menschen immer, dass es keine Entwicklung gibt. Es mag sein, dass heute ein Mensch in eine Sozialwohnung einzieht, weil er nicht so viel Geld hat. Das kann daran liegen, weil er in der Ausbildung ist. Das kann daran liegen, dass er gerade keinen guten bezahlten Job hat. Und es kann auch daran liegen, dass er einfach gar keinen Job hat. Aber wir leben in einem Zeitalter, wo es Entwicklung gibt. Ein Mensch entwickelt sich, auch finanziell und wirtschaftlich. Und wer in einer Sozialwohnung wohnt, ist nicht unbedingt motiviert, mit einem guten Gehalt in so einer Wohnung wohnen zu bleiben. Das heißt also, er zieht aus. Und diese Sozialwohnung ist wieder für einen anderen, der bedürftig ist, steht wieder zur Verfügung. Und auch das ist eine Tatsache. Und diesen Tatsachen verschweigen Sie und Sie lächeln schön darüber. Es ist schön, wenn Sie darüber lächeln, aber nehmen Sie doch mal diese Tatsachen einfach mal zur Kenntnis. Vielen Dank. So, jetzt Herr Engelmeier, dann Herr Schmiedig. Ja, jetzt muss ich doch auch noch reden. Zunächst zum Projekt Marina Garden. Da könnte ich vielleicht einfach nur darauf verweisen, der Herr Baubürgermeister, der diesen Bauverzug oder das Projekt verhindert hat, von wem war der noch gleich gewählt? Es war ein CDU-Baubürgermeister, der Herr Marx. Das haben Sie vielleicht schon vergessen, er ist jetzt schon eine Weile weg. Tut mir leid. Zur Orangerie, auch da monatlicher Verzug durch Landesamt für Denkmalpflege. Wer sitzt da gleich? CDU. Aber das Dreisteste, aber schön, dass Sie es zumindest zugeben, Herr Thiele. Es hatte in Dresden ja viele den Eindruck, dass,
wenn in Dresden Grundstücke verkauft werden sollen, wo fragt man zuerst? Man fragt erstmal bei der CDU-Fraktion. Ich frage Sie, Herr Oberbürgermeister, liegt Ihnen ein Angebot für dieses Grundstück vor oder ist es tatsächlich so, dass Investoren zuerst zur CDU laufen, bevor sie sich bei der Stadt um dieses Grundstück bewerben? Ist der schwarze Filz wirklich so dick noch in dieser Stadt? Als nächster Redner Herr Schmelich. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, manchmal wünschte ich mir, wenn wir in einer solchen Frage mal platzwert werden, dann ging es hart, aber fair zu und werden vor allen Dingen nachher einen Faktencheck. Ich möchte dafür plädieren, dass wir dieses Thema nicht immer mit dem Satz beginnen, was sind die Fakten und das sind die Fakten und dann nur Behauptungen aufstellen. Ein schönes Beispiel, Herr Vogel, Sie waren sozusagen, Sie haben sich ja in die erste Reihe gespielt, der Faktenverdreher. Sie haben ja ernsthaft behauptet, dass die Landesmittel, die wir zu erwarten haben, überwiegend in die Landkreise gehen würden. Ein Blödsinn. Dieses Programm, diese 140 Millionen, die die Landesregierung bis 2019 zur Verfügung stellen will, werden an die Voraussetzungen geknüpft, dass eigentlich nur in den Städten Leipzig, Dresden und Chemnitz überhaupt diese Fördermittel abgerufen werden können. Und ich möchte auch noch mal einen Punkt, oder Professor Gebel und auch Herr Thiele, da wird doch einfach unterstellt, sozialer Wohnungsbau ist Wobat-Zweckbau. Wir haben doch über die Frage, wie diese Wohnungen auszusehen haben, über die Standards, über Ausstattungsmerkmale, noch gar nicht diskutiert, noch gar nicht im Grunde genommen sozusagen miteinander auch eine Vereinbarung getroffen. Natürlich wollen Sie keine Vereinbarung treffen, weil Sie generell dagegen sind. Und dann sage ich Ihnen noch mal was. Es geht nicht darum, und deshalb möchte ich auch den Begriff des sogenannten Investors nicht in den Mund nehmen. Es geht nicht um Entweder-Oder. Ja, wir brauchen private Investoren, die in Dresden bauen. Ja, wir brauchen die Wohnungsbaugenossenschaften, die in Dresden bauen und Wohnraum zur Verfügung stellen. Aber natürlich, und das müssen wir auch unterstützen, aber wir brauchen auch alternierend öffentlichen Wohnungsbau. Und dies als Planwirtschaft zu diffamieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, also dann gibt es eine Menge Christdemokraten und auch freie Demokraten in dieser Republik, die sozialistischen Wohnungsbau betreiben. Weil außer in Dresden, überall, egal welche Stadtregierung daran war, man eingesehen hat, dass man für bestimmte Bedarfsgruppen in der Tat auch öffentlichen Wohnraum schaffen muss und sozialen Wohnraum schaffen muss. Und natürlich, und Herr Krüger, tut mir ja furchtbar leid, Sie sind ja der Meister in der Polemik an dieser Stelle. Natürlich ist es so, wenn ich den Mietspiegel zur Grundlage nehme, dass wir sogar noch teilweise einen großen Bestand haben, der sogar im Rahmen der KDU vermietet ist. Aber haben Sie sich mal angeschaut, was mit Neuvermietungen ist und welche Mietpreise für Neuvermietungen anstehen? Und haben Sie sich die Frage gestellt, wie hoch die Mieten sind, gerade in Neubauten, die Kostenmieten durchaus auch, dann ist es klar, dass dort nicht zu KDU-Konditionen vermietet werden kann. Das ist klar. Und natürlich wissen wir das auch, Herr Krüger, und nur deshalb ist es ja auch notwendig, Landesmittel einzusetzen, beziehungsweise Bundesmittel, die durch das Land weitergereicht werden. Deshalb hat die Bundesregierung eingesehen, dass nach jahrelang, jahrzehntelangen Enthaltsamkeit das Thema sozialer Wohnungsbau das zentrale Thema in Deutschland ist, insbesondere in den Städten. Und eine letzte Anmerkung zu Ihrer ewig währenden Polemik, es ist nichts passiert. Was können denn Stadträtinnen und Stadträte tun? Was können wir hier tun? Wir können Entscheidungen treffen. Wir können sie aber nicht direkt umsetzen. Dazu brauchen wir die Verwaltung. Und natürlich ist es so, ich habe dafür Verständnis. Die Verwaltung ist natürlich, was soziale Wohnungspolitik angeht, durch die CDU-geführte Verwaltung in den letzten 10, 20 Jahren entwöhnt worden, weil man das nicht als Thema angesehen hat. Und ich darf Ihnen mal eins sagen, wir haben den Beschluss gefasst, dass eine Vorlage zum Thema sozialem Wohnungsbau bzw. zur WOBA-Gründung kommt.
Wenn ich das richtig sehe, ist diese Vorlage im Geschäftsbereich eines Bürgermeisters, dem Sie ja zutrauen, künftig auch ganz schnell Schulbauten zu erledigen. Ich hoffe nicht, dass die Schulbauten dann so lange dauern, wie die Vorlage zur BOBA. Und wir haben im Mai mit konkreten Fristsetzungen, ich darf daran erinnern, auch den Start, es geht um den Start, Herr Krüger, von 800 Wohnungen hier beschlossen. Wir können uns nicht mit der Schippe hinstellen und sozusagen mit dem Wohnungsbau beginnen. Wir sind darauf angewiesen, dass die Verwaltung uns das zuarbeitet, was notwendig ist, um dann hier im Stadtrat die notwendigen Entschlüsse zu fassen. Wir sind tatkräftig dabei. Und unterstellen Sie uns bitte nicht, dass wir nicht wollen und nicht können, sondern es liegt daran im Grunde genommen, dass diese Prozesse nun mal, Herr Schollbach hat darauf hingewiesen, auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Dafür habe ich auch ein gewisses Verständnis. Aber bitte hören Sie mal auf mit der Polemik und versuchen Sie mal konstruktiv an diesem zentralen Thema, was Dresdnerinnen und Dresdner interessiert, mitzuwirken. Vielen Dank. Die nächsten Wortmeldungen sind Herr Engler und dann Herr Flemming. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine verehrten Damen und Herren Stadträte, liebe Gäste, Herr Schollbach, ich fand Ihre Ausführungen sehr interessant. Ich muss sagen, Sie haben mich irgendwie wieder mal vergegenwärtigt, wie erhaben Sie in Loschwitz am Hermann-Prell-Weg leben und so abgehoben und weltfremd war auch Ihre Einschätzung gegenüber der AfD. Tatsache ist, die AfD entscheidet und überlegt nach Wirtschaftlichkeit und sozialer Verantwortung in Kombination. Das beispielsweise heißt, wenn ich zum Beispiel den Herr Engelmeier mir vergegenwärtige, der eigentlich mit Halbwahrheiten darstellte und die Schuld am Ende dann Richtung CDU-Verantwortlicher, ehemaliger Bürgermeister schieben wollte oder auch des Denkmalschutzamtes. Ich habe im Bauausschuss zu Genüge häufig gesessen und auch hier in diesem Stadtrat erlebt, wie sie Wohnungsbauprojekte torpediert haben, die Bauprojektmaßnahmen torpediert haben und verhindert haben. Das können Sie gar nicht leugnen. Weiterhin, sogenannter sozialer Wohnraum in Dresden steht zu 30% leer. Er wird gar nicht gewollt, so richtig, wird nicht nachgefragt. Woran, was liegt das? Herr Schmählich hat das ein bisschen angesprochen. Die Frage nämlich auch, dem, was gebaut werden soll, ist nämlich Qualität und Ausstattung. Und hier haben wir das eigentliche Problem. Wir haben gar nicht zu wenig günstige Wohnungen in Dresden, sondern wir haben keine guten Wohnungen, die den gestiegenen Ansprüchen gestiegen sind, mitkommen sind, sondern diese Wohnungen sind teilweise natürlich nach bestimmten Bedarfslinien errichtet worden und die sind heute nicht mehr zeitgemäß für viele, die sich an der Moderne oder auch an der Größe her, also mehr Wohnqualität, mehr Größe orientieren wollen. Und das ist das eigentliche Problem, eine Wohnung zu finden für die Mittelschicht, nicht für die armen Menschen, die kriegen eine Wohnung. Die Mittelschicht ist das Problem. Nein, das ist nicht unterirdisch. Das ist entscheidend. Das ist entscheidend. Sie kriegen eine Wohnung in Dresden, wenn Sie nach Gorbitz oder nach Polis gehen wollen oder in andere Stadtteile. Aber Sie kriegen keine gute Wohnung, wenn Sie bestimmte Stadtteile bevorzugen wollen. Das ist entscheidend, klar. Aber, und was Sie aber nicht können, diese Wohnung, die diese Lebensqualität und diese Ausstattung mitbringt, die können Sie nicht auch nur ansatzweise mit öffentlichen Geldern glauben, finanziert zu wollen, außer die Stadt Dresden in eine große Verschuldung zu treiben. Und wie das bereits zu DDR-Zeiten gelaufen ist, wo Sie und Ihre Vorgängerpartei mit Planwirtschaft solche Dinge beheben wollte, haben wir gesehen. Wir haben gesehen, wie man niedrige Mieten gehalten hat, aber es dann nicht vermochte, diese Gebäude an die Substanz zu erhalten. Und auch diese Perspektive, die droht hier, wenn Sie hier entsprechende Wohnungen errichten wollen, Wohnraum errichten wollen, den Sie dann zu diesen günstigen Mieten anbieten möchten, der gar nicht der Substanzerhaltung und auch im Sinne der Landeshauptstadt Dresden als wirtschaftlich zu betrachten ist. Vielen Dank. Und Herr Flemming.
Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Herr Schmelig, Sie haben dazu aufgerufen, dass man hier nicht nur Behauptungen aufstellen soll. Deshalb muss man denen natürlich auch entgegentreten. Und da will ich zumindest hier noch mit drei Märchen aufräumen. Zum einen hat Herr Engler gerade schon einiges gesagt. Herr Schollbach hat behauptet, es gäbe in Dresden keine billigen Wohnungen oder keine preiswerten Wohnungen. Genau das ist eben nicht der Fall. Wenn Sie hier nicht nur polemisieren würden, sondern sich vielleicht mal mit den Verantwortlichen in den Wohnungsunternehmen unterhalten würden, dann sagen Ihnen die Genossenschaften, dass seit 2 Jahren ein steigender Leerstand bei billigem Wohnraum zu verzeichnen ist. Seit 2 Jahren. So, nun kann man natürlich mal nachgucken, woran das liegt. Das liegt daran, dass sicherlich preiswertes Wohnen bei jedem, der eine Wohnung sucht, wäre bei mir auch so, natürlich im Vordergrund steht, wer will mehr ausgeben als nötig. Aber scheinbar sind es ja doch noch ein paar andere Kriterien, die die allermeisten, die Wohnungen suchen, bewegen. Ja, das sind nämlich solche Dinge wie Lage, wie Ausstattung, wie verkehrliche Anbindung. Es scheint mir eher so, dass wir die Wohnungsknappheit im mittelpreisigen Wohnsegment bekommen werden. Preiswerte Wohnungen für soziale Zwecke, die sind ausreichend vorhanden bei den Genossenschaften, bei der Vielzahl der sanierten Plattenbauten. Und da werden die Mieten auch in den nächsten Jahren nicht explodieren. Nur diesen Wohnraum für das mittlere Einkommen, das können Investoren durchaus leisten. Dafür brauchen wir definitiv keine WOBA. Zweiter Punkt. Herr Schollbach hat ja auch wieder behauptet, dass durch die Verkauf der WOBA die derzeitigen und damaligen Mieter die Leidtragenden sind. Auch das ist doch vollkommener Quatsch. Die Fakten sind doch so, dass natürlich auch im Bereich WOBA, Vonovia die Mieten gestiegen sind, aber es ist nachweislich, dass sie nicht stärker gestiegen sind wie bei allen anderen Genossenschaften und Vermietern in Dresden auch. Und insgesamt liegen diese Anstiege noch unter dem prozentualen Durchschnittsanstieg der Einkommen. So, das soll uns natürlich jetzt nicht zu der Schlussfolgerung verführen, dass wir zukünftig keine Wohnungen brauchen. Natürlich, die demografische Entwicklung ist positiv, insbesondere in Dresden. Und das war ja der Grund, warum auch der sächsische Innen- und Bauminister Ulbich seit einiger Zeit sehr intensiv an diesem Programm für sozialen Wohnungsbau fördert. Und da will ich mit der dritten mehr aufräumen, Herr Blümel. Es ist ja nun wahrlich nicht so, dass die SPD auf Landesebene die CDU vor sich hertreibt. Ja, also ich verweise da nur mal, das können Sie sofort nachschauen, MDR aktuell vom 24. August, Schlagzeile oder Zitat von Herrn Pallas, Ihrem Landtagsabgeordneten, es wäre fatal, die kompletten Bundesmittel nur für den sozialen Wohnungsbau einzusetzen. Also das klingt für mich nicht viel vor sich hertreiben und ich will mal sagen, ich gebe dem Herrn Pallas ja sogar recht. Wir haben andere städtebauliche Aufgaben, die gelöst werden müssen und wo auch Fördergeld hineinfließen sollte. Aber nun tun Sie nun nicht so, als ob Sie die CDU vor sich hertreiben würden. So, zum Abschluss der Debatte hat Frau Bürgermeisterin Kaufmann nochmal um das Wort gebeten. Ja, die Debatte ist ja jetzt eine ganze Weile geführt worden. Es geht um den sozialen und damit auch kommunalen Wohnungsbau, um den freien Wohnungsmarkt im Allgemeinen wie auch im Besonderen. Es ist richtig, wir haben preisgünstige Wohnungen in dieser Stadt, insbesondere bei den Genossenschaften und bei der Vonovia. Das Problem ist nur, diese Wohnungen sind belegt. Der Leerstand ist dort so marginal, dass ein Neu-Dresdner, ein Wohnungssuchender, aktuell große Probleme hat, preisgünstigen Wohnraum zu finden, nämlich jene Bedarfsgruppen, die auf preisgünstigen Wohnraum angewiesen sind. Natürlich, und dafür sind wir auch dankbar, sind private Investoren und Genossenschaften in der Stadt Dresden aktiv, wie auch in vielen anderen Städten, weil es ein Mismatch zwischen dem Wachstum an Nachfrage und dem Angebot an Wohnraum in insbesondere den Großstädten, die sich einer großen Zuwanderung erfreuen, gibt. Das bedeutet aber gleichsam nicht, dass der private Markt
aktuelles vom Markt preisgünstige Wohnungen anzubieten, weil einfach die Bedarfslage so ist, dass Wohnungen auch ihren Abnehmer finden, wenn sie höherpreisig angeboten werden. Wir als Stadt haben eine Vorsorgepflicht für Haushalte, die einkommensschwächer sind. Sie wissen, sehr geehrte Damen und Herren, wir konnten 10.000 belegungsrechtlich gebundene Wohnungen bei der Vonovia binden für die nächsten 10 oder gar 20 Jahre. Dazu gibt es noch weitere 158 Wohnungen stadtweit, die belegungsrechtlich gebunden sind. Das ist der Bestand, auf den wir ein direktes Zugriffsrecht als Stadt bzw. Haushalte, die mit einem Wohnberechtigungsschein oder im SGB II oder 12 sind, haben. Aktuell haben wir 28.000 Bedarfsgemeinschaften in der Stadt Dresden wohnend. Die Stadtverwaltung ist sich sicher und deswegen arbeiten wir auch ämterübergreifend in einer Arbeitsgruppe, in einem Lenkungsteam, dass der kommunale Wohnungsbau mithilfe von staatlichen Fördergeldern aktiviert und angeschoben werden muss. Es ist an dieser Stelle schon berichtet worden, dass wir hier dringend auf die Fördergelder des Landes angewiesen sind, nicht nur für den Gründungsprozess der WOBA, weil natürlich im Wirtschaftsplan bestimmte Zahlen stehen müssen und dort Grundannahmen erst getroffen werden können, wenn klar ist, mit welchen Geldern wir in die Gesellschaftsgründung, aber auch deren Investivplan hineingehen. Auf der anderen Seite können wir aber erst Fakten schaffen, wenn eine Förderrichtlinie des Landes uns als Kommune ertüchtigt, in den kommunalen Wohnungsbau und damit in den preisgünstigen und bedarfsgerechten Wohnungsbau einzugehen. Wir warten auf den Freistaat, sind hier in sehr enger Abstimmung mit dem Freistaat und hoffen, dass schnellstmöglich diese Richtlinie uns ertüchtigt, als Kommune aktiv zu werden und entsprechende Richtlinien und Vorlagen für sie bereitzuhalten. Können wir, das war die Frage, eine ortsübliche Vergleichsmiete benennen? Sie, Herr Bartels, haben gesagt, kann ich nicht. Natürlich kann er es nicht, weil diese ortsübliche Vergleichsmiete in unterschiedlichen Stadträumen unterschiedlich ist, entsprechend von Sanierungsständen und Ausstattungssituationen weist der Mietspiegel sehr unterschiedliche Vergleichsmieten in dieser Stadt auf. Alle 2 Jahre schreiben wir den Mietspiegel fort. Dieser Mietspiegel für das nächste Jahr und übernächste Jahr wird aktuell erstellt. Er ist auch Basis für das schlüssige Konzept der Stadt Dresden, in welchen dann bedarfsgerechte Obergrenzen festgesetzt und definiert werden, die dann wiederum einkommensschwächeren Haushalten im Rahmen der Kosten der Unterkunft durch die Stadt finanziert werden. Das bedeutet also, dass wir keine willkürlichen Obergrenzen festlegen werden, sondern aufgrund von Empirie und einer wissenschaftlichen Ausarbeitung dem schlüssigen Konzept Ihnen dies dann unterbreiten werden. Insgesamt, denke ich, benötigen wir kommunalen Wohnungsbau für einkommensschwächere Haushalte, genauso wie Wohnungsbau durch Genossenschaften und durch private Investoren. Das ist für uns ein Dreiklang. Wir sind eine wachsende Stadt und das eine sollte man tun und das andere dennoch nicht lassen. Vielen Dank. So, ich würde jetzt mit Ihnen gerne einsteigen wollen, den Versuch zu machen, dass wir mal abstimmen können. Da liegt mir ein Ergänzungsantrag vor, den Herr Bauer eingebracht hat und ansonsten dann der federführende Ausschussbericht. Also, man kann natürlich alles Mögliche ergänzen und es gibt einen Ergänzungsantrag und den stimmen wir jetzt ab. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. 2 Gegenprobe, das ist die überwiegende Mehrheit, wird damit abgelehnt. Wir kommen damit zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer hier zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Ja. 37 Ja-Stimmen, 30 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung, damit angenommen.
zum